3, 2, 1, los. Hallo Freunde, und heute haben wir gar keine Zeit zu verlieren, weil heute spielen Pupfelbrücke mein Name an der Wand und Dandy da hinten sein Name an der Wand. Was geht? Und wir müssen die längste Antwort gewinnen, weil wenn wir nicht schnell genug sind, dann jagen uns die Guardians. Also, oh ja, okay, wir müssen schnell antworten und auch mit langen Antworten, okay. Ja genau, weil guck mal nach oben, da ist auch ein Preis, also naja. Ja, ich seh's. Und wir stellen jetzt einfach uns gegenseitig mal ein paar Fragen, oder ich stelle einfach ein paar Fragen und dann geht's doch los. Ich habe Angst, guck mal, wie die anderen mich hier rumschwimmen, und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt ein liebes Kommentar und gebt mir einen Daumen oben. Und vergisst nicht, unsere Roblox-Kanäle zu abonnieren, da kommen auch richtig coole Videos. Und wir fangen mal mit der ersten Frage an. Okay. Wie heißt, also, wie, was ist unser Lieblingstier einfach? Egal welches Tier. Unser Lieblingstier? Okay. Also nicht dein Lieblingstier, was ist einfach irgendein Tier. So. Okay, ich hab schon. Mein Lieblingstier kann ja sein, dass es einfach ein kurzer Name ist, aber wir machen einfach irgendeinen Namen. Irgendein Tier. Okay. Welcher muss nur die Buchstaben in der Reihe platzieren. Ja, ich mach das diesmal so, dass ich die direkt in der Reihenfolge lasse und nur die Buchstaben runternehme. Weil sonst sind die wieder durcheinander gleich nach zwei, drei Fragen. Boah, gibt es Tiere mit langen Namen? Warte, ja, ich hab was Krasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wie viele hat deins? Auch so in dem Bereich. Nur, ich finde gerade einen Buchstaben nicht da. Und 1, 2, 3, 4, okay, ich hab's. 5, 6, 7. Ich kriege, komm nur auf 7. Wie viel hat deins? Ich glaube. Auch, ich hab's jetzt nicht. Ich hab's 7 auch. Okay, dann mach ich das einfach. Einen davon und dann. Einen davon. Davon. Und ihr wisst schon, was ich mache. Wie schreibt man denn das Wort rückwärts? Jetzt mache ich das immer unten. Ich platziere immer nur einen Block unten und packe das wieder in die Reihenfolge rein, sodass ich wirklich alles nicht durcheinander bringe. Boah, einen Moment. Was hast du da? Elefant? Ich hab Elefant. Ich muss kurz gucken, wie man das schreibt, Buffalo. SCH? Ich guck, vielleicht schreibe ich das auch wirklich jetzt gleich falsch, ne? Aber. Ich muss das gerade wirklich in Word schreiben. Damit ich das richtig dingsen kann. So, jetzt habe ich's. Bist du frisch? Nee. Schreibt man das überhaupt so? Balance dich, ja. Warte, nicht ganz. Hinten unten ist ein S zu viel. Mach ein W weg. Unten hast du Balance dich geschrieben. Also, so. Ja, Schmidt ist ja mein Fehler. Ja, okay. Ja, okay. Er hat ein bisschen übertrieben, Leute. Also, ich meine. Also, ich wünsche fast vom Ziel, Buffle. Okay, dann machen wir einen deutschen YouTuber. Einen deutschen YouTuber? Ja. Boah, das ja. Nimmst du jetzt nicht den ich nehme, oder? Nee, keine Ahnung, was du nimmst. Okay. Ich nehme auf jeden Fall, was fällt mir denn gerade so spontan ein? Ein deutscher YouTuber? Ich muss jetzt überlegen, wie man das rückwärts schreibt. Ein deutscher YouTuber? Ja. Ah, okay, ich hab was. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Buchstaben, wie viel hat deins? Warte, lass mich kurz schreiben, dann kann ich dir sagen, wie viel der hat. Wo ist der Buchstabe? Und dann haben wir das schon mal. Dann das. Und das. Und dann das. So. Kannst du schon mal Paluten? Ja. Okay. Ich habe. Paluten ist eigentlich voll das lustige Wort. Sag mal fünfmal hintereinander Paluten.
Paluten. Das ist verrückt. Ja, stimmt. Das ist recht. Stimmt, Alter. Ich habe Spark of Phoenix. Wer ist denn Spark of Phoenix, Buffalo? Die kenne ich gar nicht. Ist auch ein Minecraft-YouTuber. Hey, kenne ich gar nicht. Leute, kennt ihr Spark of Phoenix? So. Ach, was ist das für ein Name? Warum hat er so einen langen Namen? Oh, ich bin fast runtergefallen. Oh, okay, krass. Jetzt, ja, ich hab die Kinder überholt. Ich bin fast ganz oben dran, Leute. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, der längste Name, den ich je gehört habe. Ja, Spark of Phoenix. Ja, genau. Eieiei, okay, gut. Damit okay, aber ich habe noch Chance zu gewinnen. Nee, gar nicht. Okay. Dann, die nächste Frage ist... Nenne... Das ist auch so einfach. Nee. Ich wollte fragen, ein Land. Aber das ist nicht so einfach. Ja, hätte ich auch was Krasses, ne? Da wäre ich, glaube ich, ganz schon beim Ziel einfach. Wir wären jetzt auch am Ziel gewesen. Ich hätte wirklich Vereinigte Staaten von Amerika genommen, ne? Ja? Wirklich? Ja, es ist das Land, so heißt das Land. Du wärst damit besser beschäftigt, den ganzen. Egal, ich hätte gewonnen. Ich hätte in Deutschland genommen, wäre auch lang genug gewesen. Nee, Vereinigte Staaten von Amerika ist, glaube ich. Hat aber 20 Buchstaben oder so. Ja, okay, komm. Nenn mir. Was macht man denn als nächstes? Wir machen. Ein. Tier in Minecraft. Ein Tier in Minecraft? Ein Monster. Wir machen Monster. Ein Monster? Okay, ich hab was. Aber Deutsch, nein, nicht Englisch oder so. Komm, ganz schnell, jetzt hier nicht lange überlegen. Ganz okay, schnell. Ich hab das Erste, was mir im Sinn gekommen ist. Yeah, mir auch. So, ich muss den erstmal. Ja. Schreibst du das? Okay. Weil ich hab Enderdrachen. Ach du Heide, warum bin ich. Ich hab Spinne! Guck mal, ich bin so korrekt, ich denke einfach, dass du chilligst überhaupt und übertreibst voll. Enderdrache, da bräuchte ich einen E. Enderdrache. Gibt es eigentlich was Längeres als Enderdrache? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Kannst du mal in der Zeit überlegen, ob dir noch was einfällt? Eine Frage? Oder? Nee, welches längere Tier? Nee, ich habe jetzt Spinne geschrieben, ich ändere das nicht. Man darf nicht ändern. Einmal geschrieben, bleibt man nee, dabei. Ich meine, ob dir was eingefallen wäre. Ach so, ja, Enderman oder... Ja, Enderman wahrscheinlich. Ui! Dann komm, lass uns doch mal die Frage machen mit Land. Glaubst du, ich komme mit Vereinigten Staaten von Amerika ganz. Ich überhole dich, ne? Und du mit, wenn du Deutschland nimmst. Vereinigte Staaten von Amerika. Bist du verrückt? Das hat über 20 Buchstaben. Ich gewinne das mit einer Frage jetzt, ne? Du darfst es nicht nehmen, du darfst es nicht kopieren. Wir haben es ja schon gesagt. Ja, stimmt. Gibt es da noch irgendein längeres? Es gibt kein längeres Land. Nee, dann kann ich's nicht machen. Hast du eine Frage? Ja klar. Land ist zwar jetzt echt gut für die Leute. Ich würde das halt gewinnen. Du könntest natürlich auf Vereinigte Staaten von Großbritannien, ist auch ist auch ein langes Wort. Aber die nächste Frage ist Lieblingssoftgetränk. Lieblingssoftgetränk? Also. Es muss wirklich ein Lieblingsgetränk sein. Ne? Es darf jetzt nicht irgendein langes sein, es muss dein Lieblingsgetränk aufgetränkt sein. Und wenn es am Ende dann... Ja, okay, ich hab meinst du. Ja. Du weißt auch, dass ich nicht lüge. Ja, ich kenne dich ja. So. Du musst Eistee eigentlich schreiben, sonst ist es eine Lüge. Ich weiß, ich kenne dich. So, mein Lieblingsgetränk ändert sich immer, aber gerade ist es tatsächlich... Ja. Ich bin gerade am Schreiben. Sprite? Sprite, ja. Okay. Nur ganz kurz, bin richtig schlecht im Rückwärtsdenken. Da müsst ihr, Rücksicht haben. So. Sprite! Okay, feier ich gerade wieder mega. Bei Land wäre es schwierig, wir machen eine deutsche Stadt. Eine deutsche Stadt, aber müsst ihr 5 Sekunden Zeit, okay? Okay. 3, 2, 1, los. So, okay, ich hab 1, ich muss jetzt. Musst du es nur schnell raussuchen?
Oh Gott, Alter. Ich könnte jetzt... Nee, ich nehme jetzt nicht... Ich nehme tatsächlich nicht Düsseldorf, obwohl ich in Düsseldorf geboren bin. Nehme ich nicht Düsseldorf. Warum nicht? Was anderes. Nee, kann ich das schreiben. Ich nehme das hätte, hier. Ich hatte eigentlich... warte, wie wird das genau geschrieben, Leute? Ich hab den Namen vergessen, Leute. Stuttgart. Stuttgart, ja. Mit Doppel-T, Stuttgart halt. Ich war nur sicher, nicht, dass ich jetzt irgendwie... Oh, eben übers Ziel hinaus! Moment. Was macht er da? Habe ich geschrieben? Bremen! Ja, im Stadtstaat. Aber... Warst du schon beim Ziel? Ja, ich bin schon beim Ziel. Ah, GG, Bufflöbenlö. Komm, ich darüber gesprungen, perfekt. Hätte ich mal Land... Hätten wir mal Land genommen, ey. Ja, aber da war ein Jackpot drin, Leute. Was passiert mit mir, wenn ich es aufgegessen habe, was? Ja. Ah! Was war das mit mir? Was mit mir? Guck mal, wie aufgegessen wird. Und das weg, Leute. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.